Richie, Freitag, kann man sagen, die wundersame Erholung über Weihnachten, denn wir hatten ja noch gesprochen, da warst du nicht ganz so zufrieden hier im Trainingslager nach Engelberg. Ja, also ich bin ganz gut reingekommen, auch wenn die ersten Trainingssprünge nicht ganz so waren. Aber ich wusste, woran es lag, waren beide ein bisschen früh und das konnte ich dann im dritten ganz gut abstellen, ist mir ganz gut gelungen. Und von dem her bin ich jetzt happy und freue mich auf morgen. Ja. Wie wichtig ist denn so dieser Qualifikationssprung? Nicht nur die Ausgangsposition, ich denke mal, da macht man sich als Athlet nicht so wirklich Gedanken vorher, welchen Gegner ich bekommen könnte, sondern es geht ja ums Selbstvertrauen, eben diesen Sprung mitzunehmen für morgen oder für die ganze Tournee. Ja, also ich glaube, wenn man eben unter den besten 10 ist hinten, dann ist man eh qualifiziert und dann nimmt man es einfach nochmal, um das Feeling mitzunehmen. Die Stimmung ist nochmal anders im letzten Durchgang und es ist einfach gut, wenn einem nochmal ein guter Sprung gelingt. Dann drücken wir die Daumen, dass dir morgen 2 gute Sprünge gelingen oder vielleicht 2 sehr gute und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt, oder? So sieht's aus, danke.